Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie alle hier in dieser großen Halle, in diesem großen Saal begrüßen zu können. Und ich freue mich, dass es fast keinen leeren Platz mehr gibt. Das ist unendlich schön, weil ich glaube, heute wartet auf Sie etwas sehr, sehr Interessantes. Sie haben es ja eben gesehen, nee, da ist sie schon weg, da ist eine andere jetzt drauf, aber wir haben uns heute Morgen ja verbunden mit den Bildungsmedien, mit der Medienberatung, um Ihnen etwas zu bieten. So etwas vielleicht wie eine kleine Didakta, die eigentlich ja bei uns im Lande immer nur alle 3 Jahre stattfindet, aber wo wir doch glauben, zwischendurch sollte es auch noch mal ein bisschen etwas geben, was Sie anregt, was Ihnen hilft, den Unterricht richtig gut und rund zu machen und auch vor allen Dingen Sie ein Stück weit zufrieden macht. Das Motto heißt, Lernen erfolgreich gestalten. Also steht wieder einmal der Unterricht im Mittelpunkt. Es steht natürlich auch im Mittelpunkt wieder die individuelle Förderung. Und wenn ich bedenke, als wir vor einigen Jahren anfingen, sehr intensiv über individuelle Förderung nachzudenken, dann wurde das mit sehr viel Skepsis beachtet und man sagt, oh, ob das geht, ob wir das hinkriegen. Und ich reise ja natürlich viel rum und bin in vielen, vielen Schulen. Das tut mir gut, weil ich diese Luft einfach auch brauche, dieses Gefühl, wieder da zu sein, wo es eigentlich alles anfängt, wo die Basis gelegt wird, merke ich doch, dass gerade auch dieser Punkt individuelle Förderung immer wichtiger wird, Ihnen immer wichtiger wird. Und dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle. Wir haben mehr und mehr Gütesiegelschulen, aber auch die Qualitätsanalyse zeigt mir sehr genau, dass Sie da einen ganz wichtigen Schwerpunkt legen. Und das ist für jemanden, der das auch ein Stück weit verinnerlicht hat als Lehrerin und als Schulleiterin, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das gemeinsam angehen. Wir brauchen natürlich auch immer Unterstützung, nicht nur um diesen wunderschönen großen Kongress mit all diesen Angeboten Ihnen darzustellen, sondern wir brauchen auch jemanden, der eigentlich ein Garant dafür ist, dass wir heute auch richtig wieder was dazu lernen. Der sitzt hier vorne in der ersten Reihe, Professor Spitzer. Er wird uns gleich nicht nur ein Referat halten, sondern er wird ja auch zur Verfügung stehen für einen Workshop. Sie kennen ja diese Geschichte schon vor mehr als 20 Jahren. Da kamen Sie gerade aus USA zurück und haben also wirklich beeindruckend vor Schulräten neueste Ergebnisse der Hirnforschung vorgestellt. Und wir waren damals deswegen so platt, weil wir ganz wenig verstanden haben. Inzwischen haben Sie auch, und Sie haben uns auch gesagt eben im Vorgespräch, Sie haben ja auch empirische Forschungen im eigenen Familienkreis angelegt, denn wenn man 5 Kinder zu Hause hat, haben Sie erzählt, dann kann man da schon eine gewisse Signifikanz, glaube ich, ermitteln. Also insofern, Herr Professor Spitzer, er hat sich von damals vor 20 Jahren bis heute eine Menge getan, denn wir verstehen Sie nicht nur, sondern wir sind auch gerne bereit, das, was Sie immer wieder neu für uns bereithalten, auch zu lernen. Also ist es für uns auch sehr wichtig, heute Sie bei uns zu haben und uns von Ihnen unterstützt zu wissen. Wenn ich sage, wir wollen heute auch gemeinsam etwas lernen, dann ist es natürlich mein Part, Ihnen die Möglichkeiten auch zu geben, tatsächlich das in der täglichen Arbeit umzusetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zu diesem Begriff des Unterrichts, des Lernens, auch andere wichtige Ideen in Schule verwirklichen. Und ich meine,
Das ganz, ganz wichtig dabei ist, dass sie mehr und mehr Eigenverantwortung bekommen. Das ist, wir haben gerade eine Studie des Philologenverbandes ja im Haus. Das wird ein bisschen auch von Eltern sehr differenziert gesehen. Aber ich glaube, dass in der Eigenverantwortung eine absolute Chance liegt. Und ich merke, wie Schulen auch, die ich besuche, daran wachsen. Also auch heute von mir aus der Aufruf, fragen Sie nicht viel, tun Sie, machen Sie, Sie haben die Verantwortung und ich glaube, auf die Verantwortung kann ich mich und werde ich mich auch verlassen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Ihnen eine Rahmenbedingung schaffen, dass gerade im Eingangsbereich die Leistungsbereiche, gerade im sprachlichen Bereich, nicht zu weit auseinanderdriften. Ich hoffe sehr darauf, dass jetzt im nächsten Jahr spürbar erstmals auch das sich gesetzt hat, was wir 2 Jahre vor der Einschulung versuchen, dass wirklich die Sprachdefizite sowohl bei Kindern mit Zuwanderergeschichte, aber auch bei den sogenannten angestammten Deutschen doch so weit gesichert sind, dass sie sagen, ich kann mit allen reden, ich kann alle doch gleich von Anfang an auch in dem Bereich fördern. Da erhoffe ich mir sehr, sehr viel. Ich erhoffe mir weiter auch, dass man im Blick hat, dass jeder Einzelne eben seine Stärke hat. Das gilt genauso für Kinder und Jugendliche, die besondere Begabungen haben, wie eben auch für Kinder, die vielleicht eher im Leistungsbereich Defizite haben. Aber darauf kommt es nicht an, es kommt darauf an, dass jeder Schülerin, jeder Schüler seine Stärken hat. Und das ist mir einfach auch wichtig, immer wieder zu sagen. Und diese Stärken hoffentlich werden ausgebaut, auch wenn wir dieses Ganztagsprogramm immer wieder weiter fortsetzen, bedarfsgerecht, das heißt nicht überall flächendeckend, sondern bedarfsgerecht da, wo es notwendig ist, da, wo es gewünscht wird, doch in den Ganztag zu gehen. Ich glaube, das sind wichtige Eckpunkte, die auch Unterricht begleiten, Unterricht ergänzen und ihre Arbeit vor Ort auch unterstützen sollen. Es gibt einen alten Spruch eines altgedienten Lehrmeisters Adolf Timm, der gesagt hat, jedes Kind hat Freude am Lernen, tragen Sie dazu bei, dass es so bleibt. Ich glaube, das ist nur eine Seite dieser Medaille, tragen Sie dazu bei, dass es so bleibt. Ich habe eben von Verantwortlichkeiten gesprochen, ich habe eben davon gesprochen, dass ich darauf baue, dass ich darauf vertraue, das auch tue und kann. Aber es gibt auch die andere Seite und das ist Ihre Seite. Ich muss, schöner Ton übrigens, ich muss Ihnen auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass Ihr Unterricht gut und rund wird. Ich arbeite wirklich hart daran. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht leider nicht immer alles sofort und so schnell. Aber ich sage Ihnen heute nochmal, ich arbeite hart daran, dass Sie mit Ihrer Stellung, mit Ihrer Verantwortlichkeit als Menschen die Zukunft bereiten, dass die auch den Stellenwert erhalten, die Würdigung erhalten in der Gesellschaft, die sie brauchen. Und dazu, das sind nicht nur leere Worthülsen, müssen auch die Rahmenbedingungen verbessert werden. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass tatsächlich die Klassen kleiner werden. Wir müssen daran arbeiten, dass Leitungszeit für Schulleitungen ermöglicht wird. Wir müssen auch daran arbeiten, dass Arbeitszeitmodelle, die ihre Arbeit unterstützen und die sie entlasten, umgesetzt werden. Das sind nicht nur Randthemen, sondern das sind wichtige Themen, an denen wir arbeiten und für die wir auch jetzt noch in dem verbleibenden Jahr dieser Periode, dieser ein Zeichen setzen wollen, indem wir Stufenpläne vorlegen wollen. Also es ist mir wichtig, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
Schule ist nur so gut, wie Sie gut sind, wie Sie in einem Klima arbeiten, das Ihnen jeden Tag aufs Neue wieder vermittelt, dass Sie einen wunderschönen Beruf haben, dass Sie einen Beruf mit hoher Verantwortlichkeit haben. Und das unterstütze ich an dieser Stelle gern. Ich hoffe, dass Sie heute einen Ertrag von dieser Veranstaltung mit nach Hause nehmen können, dass Sie sagen, es hat sich gelohnt, bei diesem schlechten Wetter nach Köln zu fahren. Das würde mich am Ende glücklich machen. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank.